Willkommen, Freunde, zurück zu einer weiteren Folge von Crosscode. Das wollte ich schon Crosscrow sagen. Aber nein, es heißt Crosscode. Fleety Sandals, also beflügelter Sandalen sozusagen. Bestimmt für den Fuß. Flash Step bieten zwar aber dafür ein Gefühl der Freiheit. 15 HP weniger, 2 Defense, aber 4 fokussieren. Die Standhaftigkeit natürlich weniger, aber Flash Step müsste Blitzschritt sein. Wir setzen uns das mal ran. Ist das schneller? Wesentlich schneller? Kann ich so jetzt nicht wirklich bezeugen, ne? Aber ich bin sowieso lieber eher dafür da, dass ich mehr... Der ist schon wieder fast tot. Dass ich mehr Damage und so habe, statt, okay. Statt mehr Defense, weil ich meistens versuche, einfach wirklich alles einem zu dodgen. Das hat... Es ist möglich und... Finde ich jetzt nicht unmöglich. Ja, die Frage ist, ist er jetzt rot? Ja, er war rot. Hat man nicht ganz gesehen. Hinter dem Felsen. So, das heißt also, hier geht es natürlich schon nach oben. Wo wir dann auf der anderen Ebene kämpfen können. Da geht es sogar noch weiter, wa? Eieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verfolgt ihr mich oder was? Hä? Verfolgst du mich? Hä? Schuft, ey. Was mit den Elementen? Schon wieder Level Up, Alter. What the fuck? Wie schnell geht denn das, bitteschön? Sehr nice auf jeden Fall. Mit den Elementen ist es ziemlich cool, muss ich sagen. Hat das wirklich Feuer grundsätzlich mehr Schaden macht? Aua. Okay, das habe ich jetzt nicht beachtet, dass der auch noch da ist. Okay. Jetzt kann man natürlich Eis nehmen dafür, dass wir halt ein bisschen... Okay, der ist sowieso weg. Der juckt mich nicht mehr im geringsten. Der ist, ja. Der hat aufgehört. Oh Gott, wie schlecht. Kann man nicht theoretisch hier rauf und dann hier rauf? Ne, geht nicht, okay. Heißt, ich muss wirklich über da hinten. Das, was ich gerade verkackt habe. Ja. Nein, schon wieder verkackt. Ich glaube, wie schlecht kann man sein? Ist ja unfassbar. Aber wir sind ja leichtfüßig hier. Ich komme da gar nicht hoch, das ist viel zu hoch. Vielleicht muss ich direkt auf das andere Rauf jumpen. Das kann sein, ja. Okay, cool. Boven Skin. Okay, das ist der Gürtel. Nice. 45 HP dazu und... Also angeblich soll das ein Gürtel sein in meinem Belt, aber es ist Torso. Merkwürdig. Zwei Verteilungen. Das ist sehr cool auf jeden Fall. Ordentlich was, ja, dazu. Okay, da komme ich gar nicht hin. Na gut. Hier sind gerade Monster nachgespawnt, ich hab's gerade gehört. Theoretisch kann man auch... Ne, da geht's nicht auch, alles klar. Achso, hier ist ja sowieso nur der Felsen, alles klar. Ist ja schick. Können wir das speichern hier? Was, wie lange? Achso, wollte ich gerade schon sagen, 4 Stunden, hä? Kann ja gar nicht funktionieren. Hier hinten war aber noch eine ganze Menge, wie komme ich denn hier hin? Da ein bisschen nach zurückverfolgen. Hier unten lang, okay. Über diesen Felsen. Von der anderen Seite. Nee. Das wäre... Der auch, aber ja. Der hat's mir nachgemacht. Nee, ich sehe jetzt keinen Weg hinterzukommen, ehrlich gesagt. Außer von der anderen Seite. Nee, auch selbst dann nicht. Bist du jetzt bescheuert oder was? Soll ich die reinschubsen? Achso, da regenerieren sich auch, okay. Das war unabsichtlich. Unabsichtlich. Hm, okay, komme ich gar nicht hoch. Ist schade. Eigentlich sollte man schon die Möglichkeit haben, da hinzukommen. Vielleicht komme ich jetzt noch nicht hin, wer weiß. Da hier aber keine Kiste ist, ist mir das relativ egal. Das ist eine Kiste. Schau an. Okay, also hier hinten, wo ich... Da wollte ich sowieso nach oben lang laufen. Da ging es ja noch ein bisschen weiter. Dann holen wir es bei Gelegenheit, aber erstmal die Kiste.
Recruits Scope. Der Helm war es gewesen, ne? Ja. 25, oh, das ist cool. Mit einfachem Visier für leichteres Zielen. Plus 1 Verteidigung und 3 Fokussieren wieder mal. Sehr schön. Wow. Ja, geht doch ein bisschen schneller. So. Ja, wie gesagt, beim... Okay, der ist rot gewesen gerade. Scheiße. Ich bin sowas von tot gleich. Mal ein bisschen die Eis-Defense hier, die Eis-Dings mitnehmen. Das hier, dann mache ich natürlich weniger Schaden. Ah, oh Gott, ich bin sowas von gleich tot, ey. Gut, gegen die. Achso, ich glaube, das ist immer, wenn ich wenig HP habe. Dann kommt dieses. Aua. Verdammt. Verliere ich einfach. Hat er alles resettet, was ich gerade mitgemacht habe? War ich Level 7? Wisst ihr das? Ernsthaft? Kann ich nicht mal Zeug laden, was ich gerade... Ich mache das nicht alles nochmal, wenn ich gestorben bin. Never. Ich war nämlich schon Level 9, ne? Die habe ich noch nicht, okay. Jetzt bin ich interessiert. Wo ist der andere Datenlinks gewesen? Okay, ich mitgenommen. Alles klar, also ihr solltet schon speichern. Er hat das hier natürlich nicht gespeichert, weil ich es danach nicht gespeichert hatte, logisch. Machen wir gleich mal. Wow, das ist heftig. Du kannst ja nicht alle drei besiegen, das geht nicht, ne? Die beiden Dings, ich muss mal töten. Alter, ich bin gleich wieder tot. Das hat den Nachteil, vorher mal ein bisschen weniger Defense, aber... Ich meine, die bringen auch Erfahrung ohne Ende, ne, die Viecher. Aber machen halt Schaden ohne Ende. Ich bin schon wieder gleich tot. Ich geh mal hier lang, ne? Tschüss. Bin zwar gleich tot, aber egal. Ja, konnte man die beiden nicht besiegen. Ging nicht. Das ging jetzt nicht. So. Ja, waren halt die beiden unbesiegt. Ist egal. Komm her hier. Das haben wir natürlich getroffen, ne? Stumpf. Ah, das ist ein stärkerer. Okay, verstehe. Stumpf. Das ist in Ordnung. Also der belebt uns immer auf dem letzten Stand wieder. Oh Gott, ist der auch noch mit dazugekommen, ey. Du grandioser Viech, grandioses Viech, ey. Wieder schöner Tod. Zwei HP nur noch, ist richtig gut, oder? Aber man kann die Rechnung da nicht durchbrechen. Achso, wenn man im Kampf ist, kriegt man natürlich wesentlich weniger Leben, das ist ja logisch, ne? Muss ja sein. Ach komm, leck mich jetzt. Oh, langsam wird es echt hart hier, ey. Das ist schon wieder eine Kiste. Okay. Dann lassen wir das. Lassen wir diese kleinen Monster erstmal ruhen, bevor wir ein bisschen mehr... Jetzt haben wir mehr HP.
Was für ein scheiß Igel töten, ne? Dich will ich aber töten, du Arsch. Alter, willst du mich verarschen, ey, du fettes Viech? Ja, super. Gott, hier sind Hindernisse im Weg, da denkst du dir, Alter, bist du bescheuert? Boah, ja auch Leben, weil die Viecher. Aua. Natürlich. Richtig so. Aber die bringt 270 Erfahrung. Und ich muss jetzt erstmal speichern. Aber kann ich gar nicht. Achso, weil ich in der Combat bin. Alter. Heftige Biester, ohne Scheiß. Bringt mich so richtig in den Schwitzen, die Viecher. Okay. Was haben wir hier hinten? Noch mehr Monster. Monster ohne Ende, ja. Solange es aber nicht diese Dings sind, alles in Ordnung. Na, ah, doof, dass der da hinten auch noch gleich mitbekommt. Oh, hi. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt wird er wieder einen Uppercut gleich machen. Aber die sind recht leicht zu besiegen. Achso, ich habe ein Level Up, oder? Kann das sein? Ah ja. Wenn's immer, ich glaube, immer wenn es blinkt, ist es ein Level Up, habe ich das Gefühl. Boah, sehr nice auf jeden Fall. Wir kriegen so viele CPs dazu, das ist echt krass. Zwei haben wir wieder dazu bekommen, sehr schön. Oder zwei haben wir wieder. Ich glaube, wir machen die kritischen Treffer, erhöhen wir. Ja, kann man sogar zweimal erhöhen, ja auch noch. Bestimmt drei, oder? Vier CP, alles klar. Machen wir erstmal das hier. Also, ah, okay. Muss man natürlich wechseln dazu. Können wir auch gleich mal probieren. Boah, das ist cool. Das ist sehr nice. Können wir die Gegner damit so ein bisschen bombardieren? Achso, geht gar nicht. Okay, hier können wir es probieren. Mit Feuer wäre es vielleicht sogar noch effektiver gewesen. Ach ne, mit Feuer geht er glaube ich gar nicht. Man kann es nur im neutralen Modus machen. Sollte man natürlich wirklich in naher Distanz machen, ansonsten bringt es halt wirklich nichts. Das teilt sich sehr schnell auf. Gut, jetzt haben wir den Anfang hier so ein bisschen überstanden. Auf die Datenkiste müsste ich kommen. Da muss ich hier hinten lang, hier lang, okay, hier lang. Dann hier oben lang, da komme ich ja schon hin, wunderbar. Ja, die kann man gleich. Erstmal holen wir uns die Kiste, dann speichern wir und dann hören wir es mal auf und dann beim nächsten Mal machen wir weiter. So ist gerade mein Plan. 34 Kisten gibt es ja, ne? Leaf Cape, okay. Kennt er ja. Ne, warte, hier was. Da was gewesen. 15 von 34 Kisten. Was haben wir hier? Ne, nicht Rookie-Head, sondern hier unten Torso. Leaf Cape. HP-Regeneration von 5%, dafür aber 25 Feuerresistenz weniger. Eine Seite ist angenagt, Resistenz 5%. Ja, okay. Nehmen wir trotzdem mit 5% HP-Generation ist super. Finde ich jetzt nicht schlecht. Mehr HP auch nicht, kann auch nicht schaden. Ich meine, so wenig. So viele Resistenz haben die halt noch nicht, ja. Okay, sehr schön.
Können wir ein paar Monster. Ah, okay, na. Nee, es sind zu viele. Also, zwei von diesen hässlichen Viechern da. Ne? Ich hab ein bisschen too much. Schon wieder zwei von denen. Kommen echt nur ein paar, oder? Die lieben sich, ey. Bisschen was clearen hier. Hier rüber kommen wir auch noch. Komm mal an. Den kann man allerdings clearen. Der will immer werfen, weißt du? Der will selber werfen. Bis er dann irgendwann K.O. ist. Und danach direkt. Ah, seht ihr schon die HP-Generation teilweise? Achso, das war doch das Element Overload. Alle paar Sekunden mein aua, HP wieder zurück. So, da habe ich dich. Darüber muss ich kommen. Gehe ich mal stark von aus. Datendingensen? Ja, da hinten haben wir eine. Rouser! ...25 auf Power Shot, okay, aber minus 50 auf Melee Damage, was ist das denn? Power Schuss. Um Feinde in der Luft zu bekämpfen, okay. Das ist aber doof, Melee Damage weniger, das ist nicht so gut. Dafür aber Power Shot mehr, das heißt, wenn wir den Angriff aufladen, das finde ich nicht so doof, muss ich sagen. Das ist sogar mal die erste, achso, Moment, wir können ja bei Edge All. Ah ja, jetzt würde ich minus 25 kriegen. Warum auch immer, ach, hat Magas Blade, habe ich nicht. Ach nee, ich hab. Okay. Aber das Edge of All hat. Keine Ahnung. Ja, ich meine, 9 Schaden dazu, das ist jetzt nicht gerade wenig. Dafür haben wir zwar weniger Zusatz-Melee-Damage, aber. Was ist das für eine Klinge? Das ist ja ein Dingens, ist das hier. Wie heißt es? Chakram. Ja, ich mag ein Mann der Meere sein, aber Flüsse haben auch ihren ganz eigenen Charme. Ich sag dir, die Fische hier beißen wie verrückt, als ob sie noch nie einen richtigen Fischer gesehen hätten. Weißt du was? Du siehst aus, als könntest du etwas Fleisch auf den Rumpf vertragen. Also nimm dir ein paar. 12 Ordinary Fish bekommen. Aber ist ja nicht alles auf einmal. Vielen Dank. Vielen Dank, mein Herr. Gut, jetzt aber Schluss. Ich wollte schon vor ein paar Minuten Schluss machen. Also es macht so Spaß. Okay. Ja, der Powershot hat Damage dazu, ne? Ja, so Powershot-mäßig. Mehr Schaden dazu. Alter, 34 Schaden. Wow, das ist krass. Hatte ich den Damage gesehen? Holy shit. Holy shit. Dann geht's auch noch lang. Da unten. Das ist noch eine Kiste. Moment. Bevor ich das vergesse, ich muss es holen. Oh Gott, nicht ins Wasser. Oh Gott, nicht ins Wasser. Die rutscht immer so von den Kanten ab. Dein Ernst, Bitch? Okay, hier unten ist aber eine Kiste. Warte, erstmal die Dinger mitnehmen. Nicht, dass sie dann vergessen beim nächsten Mal, weißt du wieder. Felina Paws. Paws heißt ja sowas wie Pfoten, also Sandalen. 3 Fock dazu. Also Fokus. Symbolisieren Flinkheit, Treffsicherheit und eine Schwäche für umherrscht werdende Lichter. Heißt das, also noch Flash-Step haben wir weiterhin und wir haben sogar noch ein bisschen Fokus dazu. Das ist sehr nice. Ja, dann sind wir wieder am Anfang. Deswegen, Leute, würde ich sagen, ich glaube, wir haben jetzt alles hier auf dem Map. Aber das ist wirklich riesig, diese Erkundungsmission. Das ist echt krass. Gefällt mir sehr gut. Jetzt müssen wir nicht hinten langlaufen dann. Gibt es da doch noch ein bisschen was zu tun, wenn wir ganz die Map angucken. Gibt es noch einen einzigen Ausgang hier. Und das ist der halt. Ja, dann setze ich mich einfach mal hier rein. Wow, okay, ein kleines Rätsel da hinten. Guckt es euch an. Krasser Shit. Kann ich hier rüber? Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von CrossCode. Bis dann. Tschüss. Das muss ich noch durchlaufen. So, jetzt. Ciao.